Viele Blumen auf und unter den Tischen kündeten auch dem nicht mit der Tagesordnung Vertrauten, dass auf der jüngsten Stadtratssitzung eine Wahl anstand. Einen kleinen Teil der Sträuße heimste allerdings vorab Jana Borg von der Fraktion Linke Tierschutz ein, die am Tag der Sitzung Geburtstag hatte. Glückwunsch auch von uns. Kurz danach stand dann die erste von drei Neuwahlen von Dezernentenposten in diesem Jahr an. Dieses Mal ging es um die Beigeordneten des Dezernates für Finanzen und Vermögen. In Zeiten knapper Kassen einer der wichtigsten in den meisten Kommunen. Der bisherige Amtsinhaber Klaus Zimmermann, CDU, hatte sich in den vergangenen Jahren durch seine ruhige, sachliche Arbeit viel Respekt quer durch den Rat erworben, sodass es nicht weiter verwunderte, dass er als einziger Kandidat von ursprünglich 5 Bewerbern auf dem Zettel stand. Ja, dazu passt auch, dass Magdeburg bei der überörtlichen Prüfung mit dem Schwerpunkt Eröffnungsbilanz vom Landesrechnungshof höchstes Lob bekam. Kurz und gut, Klaus Zimmermann wurde wiedergewählt mit 32 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen. Zimmermann nahm das Ergebnis mit Freude zur Kenntnis und lud alle Stadträte in sein Stammlokal, die Bötelstube, ein. Für die anderen 2 beigeordneten Wahlen, die im Juni anstehen, ist nicht mit so einem geräuschlosen Ablauf zu rechnen, zumal beide Amtsinhaber Koch und Brüning in den Ruhestand gehen. Erste Kandidaten haben effektvoll ihre Hüte in den Ring geworfen, zum Beispiel Matthias Puhle für das Kultur- oder Simone Boris und Jens Ansorge für das Sozialressort. Sie sind aber nicht die einzigen. Rund 16 Kandidaten sollen bisher ihre Bewerbung eingereicht haben. Der Hauptpunkt der Sitzung, der Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Gymnasiums, ging dann nicht mehr so geräuschlos über die Stadtratsbühne. Im Gegenteil, das Ganze entwickelte sich mit fortlaufender Sitzungszeit zum Desaster für die Stadtverwaltung. Schulbeigeordneter Rüdiger Koch brachte die Vorlage zum Neubau eines Gymnasiums in Rathausnähe ein. Vor 11 Jahren habe der Geburtenrückgang die weiterführenden Schulen erreicht. Die Stadt reagierte mit Schulschließungen bis hin zum Abriss. Seit 7 Jahren gäbe es aber in der Stadt entgegen allen früheren Prognosen einen Geburtenanstieg mit der Folge, dass die Gymnasien nicht mehr ausreichen. Es sei also eine Entscheidung zu treffen, die in die nächsten Jahrzehnte reiche. Der ehemalige Busbahnhof und die Listemannstraße-Uniplatz seien nicht mehr Gegenstand der Betrachtung. Zu entscheiden wäre gewesen zwischen dem Rathausviertel und dem Krankenhaus Altstadt. Dort wären jedoch umfangreiche Abrissarbeiten notwendig, führte Koch aus. Zum CDU-Vorschlag, die ehemaligen Berufsschulgebäude am Lorenzweg zu nutzen, meinte Koch, räumlich wäre das machbar, aber eine Förderung der Sanierung wäre nicht sicher. Die Stadtverwaltung wolle aber architektonische Lösungen heutiger Zeit, um den hohen Stellenwert der Bildung zu demonstrieren. Dem historischen Schöppenstuhl, die Linke hatte entdeckt, dass der dort früher neben dem Rathaus seinen Sitz hatte, könne man im Namen Rechnung tragen. Das neue könne zum Beispiel Ratsgymnasium heißen. Stadtelternrat und die IG Innenstadt würden den rathausnahen Standort jedenfalls befürworten. Auch Burkhard Lischka, SPD. Er fand, dass die Vorlage zum Neubau die erfreulichste der letzten 10 Jahre sei. Vor 10 Jahren wäre das nicht denkbar gewesen. Das sei ein positives Zeichen und stimme optimistisch. Wigbert Schwenke, CDU, begann seine Ausführung mit der Hoffnung auf eine sachliche Diskussion. Es gebe eine tolle Entwicklung in dieser Stadt. Nichtsdestotrotz empfehle seine Fraktion einen anderen Standort für das neue Gymnasium, der billiger sei. An der Steinkuhle Lorenzweg wären auch die Sportanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft schon vorhanden. In Rathausnähe bestünde außerdem die Gefahr, im Untergrund Alt-Magdeburg zu finden, denn dort solle ja eine zweigeschossige Tiefgarage gebaut werden. An der Steinkuhle komme außerdem demnächst auch die Straßenbahn, die dann auch richtige Bedeutung bekäme. Reinhard Stern, CDU, pflichtete ihm bei. Die Drucksache der Verwaltung habe eine Schwäche. Sie offeriere keine Varianten. Das hätten einige Fraktionen jetzt getan. Diesmal habe aber die Verwaltung schnell gehandelt. In nur 2 Wochen sei die Vorlage mit dem Standort Rathaus fertig gewesen. Auch die Verkehrsproblematik müsse beachtet werden. Während die Hegelstraße jeden Morgen voller Autos sei, so Stern, würden die an der Steinkuhle weit weniger stören und die Straßenbahn würde dort nicht nur für die Eigenheimbesitzer gebaut.
Auch an diesem Standort könne man Fördertöpfe nutzen, zum Beispiel für eine energetische Sanierung der vorhandenen drei Schulgebäude vom Typ Erfurt. Dass man aus diesen Gebäuden wunderbare Schulen machen könne, sehe man am Geschwister-Scholl-Gymnasium und an der IGS Regine Hildebrand. Während Hans-Dieter Bromberg, SPD, bekannte, er sei sehr gespannt, was sich am Rathaus alles an historischem Untergrund auftun werde, betonte Helmut Höroldt, FDP, es gebe viele leerstehende Immobilien, die der Stadt gehörten. Deshalb soll man das Altstadtkrankenhaus nehmen. Für die Botschaft, wie wichtig Bildung sei, brauche man zwar ein neues Gymnasium, aber nicht unbedingt einen Neubau. Olaf Meister, Bündnis 90 Grüne, meinte, im Rathausviertel brauche man eher mehr Wohnbebauung mit kleinen Geschäften, mehr erlebbare Altstadt. Er sei deshalb für den Antrag der CDU. Eine Schule würde die Innenstadt nicht beleben, nach Schulschluss und am Wochenende würden die Bürgersteige hochgeklappt. Mario Grünewald, Linke, warb auch für den Standort Steinkohle. Die Sportanlagen würden dort ohne Wandern zu erreichen sein und aus den dortigen Schulbeuten könne man richtige Perlen machen. Und nicht zuletzt hätte die Straßenbahn dort dann auch einen Sinn. Wolfgang Wenel, Bündnis 90 Grüne, konnte sich zwar für den Innenstadtstandort erwärmen, unterstützte dennoch den CDU-Antrag. Die Sanierung solle zudem als Passivhaus erfolgen. Das wäre zwar 5-7% teurer, spare aber in der Folge erheblich Energie. Der Rat folgte später dieser Idee. Walter Meinecke, Linke, monierte, der Lorenzweg sei schlecht erreichbar. Mitten in der Stadt kämen die Straßenbahnen aus allen Richtungen. Deshalb sei er für einen zentrumsnahen Bau. Außerdem solle man sich endlich von ellenlangen Prüfaufträgen verabschieden. Die Zeit laufe uns nämlich langsam weg. Schulen müssten dorthin, wo die Kinder seien. Das sei schon zu Kaisers Zeiten so gewesen. Frank Theile, Linke, äußerte sich ähnlich. Die Mehrheit seiner Fraktion sei für ein Ende der Debatte. Man solle endlich mit dem Bau beginnen. Eine zentrale Stelle sei am geeignetsten und man könne dort architektonische Maßstäbe setzen. Oberbürgermeister Lutz Trümper versprach am Beginn seiner Wortmeldung, sich an Sachlichkeit halten zu wollen. Er erinnerte daran, dass es einen gültigen Stadtratsbeschluss von 2009 gebe, am Lorenzweg Eigenheime zu bauen. Natürlich könne man dort auch das neue Gymnasium einrichten, das gehe, das brauche man nicht erst zu prüfen, aber es würde früheren Intentionen widersprechen. Man habe ja Schulen abgerissen wegen der wenigen Schüler, deshalb solle man jetzt was Neues machen. Es gebe einen gültigen Beschluss für den Standort Innenstadt. Allerdings sterbe er auch nicht, wenn das Gymnasium an den Lorenzweg soll. Aber man brauche auch neue Eigenheime, das sei bisher Konsens gewesen. Ein Sportplatz wäre auch in der Innenstadt möglich, auf Grünflächen am Schleinufer. Das wäre auch ein Punkt Innenstadtbebauung. Der Standort Lorenzweg wäre in der Tat billiger, aber die Stadträte müssten wissen, was sie wollen. Ein Neubau wäre auch am alten Standort des Humboldt-Gymnasiums möglich. Aber vor 2 Jahren hätten alle einen innenstadtnahen Standort gewollt. Deswegen lehne er als OB andere Standorte ab. Allerdings gebe er zu, dass es eine Förderung über EFRE und Stark 3 nur für Sanierungen gebe, nicht für Neubauten. Dennoch sei er für Letzteren. Aber entscheiden müssen die Stadträte. Die Verwaltung mache das, was die Räte entscheiden. Prüfen müsse man nichts mehr. Die Räte sollten beschließen, alles andere wäre vertane Zeit. Nachdem auch Carola Schumann, FDP, bekannte, für den CDU-Antrag zu stimmen, formulierte Wigbert Schwenke den CDU-Antrag so um, dass sofort beschlossen werden konnte. Dann kam es zur entscheidenden Abstimmung. Normalerweise werden die Änderungsanträge zuerst abgestimmt, aber da die sich fast alle auf die Vorlage der Verwaltung bezogen, musste erst der CDU-Antrag zum Standort abgestimmt werden. Und da zeigte sich, dass doch mehr Stadträte das, man möchte fast sagen, Angebot des OB annahm, doch für den Lorenzweg zu stimmen, wenn man denn unbedingt wolle. So kam es, dass der CDU-Antrag auf viele Stimmen von Bündnis 90 Grüne, einigen Linken, von Future und der FDP bekam, insgesamt 24. Für den Standort am Rathaus stimmte nur die gesamte SPD, viele Linke und Wenel, Bündnis 90, zusammen 21. 3 Räte enthielten sich. 3 Änderungsanträge von Bündnis 90 Grüne bekamen ebenfalls eine Mehrheit, die so geänderte Drucksache zum neuen Gymnasium ging letztlich mit 26 Ja, 19 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen ins Protokoll ein.
Große Freude bei der CDU, versteinerte Miene beim OB und die Ankündigung von Burkhard Lischka, SPD, den Gymnasiumsneubau zu dem Wahlkampfthema zu machen. Man darf gespannt sein. Die FDP bekam eine knappe Mehrheit für ihren Antrag zur Etablierung eines Kleingartenbeirates. Seit 2003 gibt es so etwas bereits unter anderen Namen, allerdings ohne Beteiligung der Stadträte. Das soll sich jetzt in Anbetracht der jüngsten Ereignisse wie einer geplanten Werkstraße vom Skett durch Kleingartengelände ändern. Unterstützung bekam die FDP von CDU und SPD, während Linke, Bündnis 90 und Future noch weitergehende Regelungen wollten. Die Fachgruppe Kleingartenwesen wird also demnächst um Ratsmitglieder erweitert. Das Trafohaus auf dem Eiskellerplatz soll nach dem Willen von CDU Bund für Magdeburg abgerissen und der Platz zu einem, der den Namen auch verdient, umgestaltet werden. Das gestaltet sich allerdings langwieriger als gedacht, denn die SWM benötigen das Gebäude noch eine Weile. Aber nach Ablauf der technischen Nutzung, das könnte 2017 sein, wenn das Unterwerk Fichtestraße wieder ins Netz geht, soll das Vorhaben in Angriff genommen werden. Zu den Festungsanlagen Maybachstraße gab es gleich drei gemeinsame Anträge von CDU, Bund für Magdeburg und SPD. Während der nach der Forderung für einen Rahmenplan zur Gestaltung und Nutzung der Festungsanlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen wurde, wurden die zur Errichtung eines Trennsystems, damit der Wasserlauf der Künette nicht weiter als Vorfluter für die Abwässer des östlichen Stadtfeldes genutzt werden muss, und der Antrag auf Ankauf von Flächen im Bereich der Poterne mit Mehrheit beschlossen. Ohne Begründung in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verschoben, wurde dagegen der Bericht des zeitweiligen Ausschusses zur Überprüfung auf Stasi-Mitarbeit von Stadträten. Auf die Frage nach dem Warum erklärte uns der Ausschussvorsitzende Reinhard Stern, CDU, weil es das Gesetz so vorsehe. Dem Vernehmen nach soll sich in dem Bericht der Name eines älteren Stadtrates finden, der sein Ratsmandat allerdings schon vor längerer Zeit aus, wie er damals formulierte, persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte. Nichtsdestotrotz soll er zur im Mai angesetzten Kommunalwahl angeblich wieder kandidieren, wie unsere Redaktion erfuhr. Auch darauf darf man gespannt sein. Die nächste Stadtratssitzung ist planmäßig am 20. März um 14 Uhr.